Seid ihr in Form? In Topform. Es könnte nicht besser laufen, Sir. Unser Timing stimmt und das Wetter spielt auch mit. Das Meer ist glatt wie ein Kinderpopo. Hau dich ein bisschen aufs Ohr, solange es noch geht. Hör auf ihn, kleiner Bruder. Aber ich bin hellwach. Wenn wir erst da sind, hast du keine Zeit mehr dafür. Weißt du was? Mom wäre stolz auf dich. Du klingst schon fast wie sie, Derek. Toll, Mike. Nichts weiter als Kampfreflexe. Du bist ein bisschen zu nervös, Fraker. Ja, das kann man wohl sagen. Wir können auf dieser Mission keinen gebrauchen, der im falschen Moment losballert. Jetzt bleib mal cool, Mikey Boy. Mir liegt mehr an dem Auftrag als dir. Musst du jedes Mal so einen verdammten Aufriss machen? Du hättest letzte Nacht auf der Insel sein sollen. Oh ja, klar. Meditieren und Atemübungen machen und rumhüpfen wie die Typen in einem Bruce Lee-Film. Nein, danke. Das ist schon immer dein Problem gewesen. Was ist schon immer mein Problem gewesen? Du hast keine Tradition. Ha, da kann ich ja nur laut lachen. Ja, ich weiß. Dein Großvater war bei der Navy, dein Vater war Kampftaucher. Ganz genau, Kampftaucher. Und das liegt mir im Blut, Baby. Dir fehlt es an echter Tradition. Die Maori, die Wikinger. Und die Pygmäen, alles große Krieger. verschon mich damit. Ich brauche ein bisschen Schlaf, mir brummt der Schädel. Bist du gestern um die Häuser gezogen? Du hast dein Kampfritual und ich hab meins. Was ist los? Ich weiß nicht, was du meinst. Was soll ich wohl meinen, Mann? Stell dich nicht so an. Wir kennen uns jetzt schon eine Ewigkeit. Erzähl schon, du hast doch irgendwas, hä? Du bist nicht der lachende, fröhliche Mike, den wir alle kennen. Was ist mit dir? Ich habe schlecht von der Mission geträumt. Ach, du und deine Träume. Du bist der einzige Kampftaucher, den ich kenne, der mehr von seinen Träumen hält als von Fakten. Das ist Kriegermystik, Roy. Alles klar. Wieder so ein Pygmäen-Ding. Hey. Was denn? Angenehme Pygmäen-Träume. Das Kokain ist wie sie, vom Feinsten. Für 5 Millionen Dollar kann man das erwarten. Sie finden nirgends auf der Welt eine bessere Qualität für diesen Preis, nirgendwo. Wir müssen noch über Garantien sprechen. Ich will Garantien, klar? Die können Sie kriegen. Ich meine eine Geld-Zurück-Garantie. Wenn die Schiffsladung beschlagnahmt wird, bekommen wir die Diamanten zurück. Der Schiffsladung wird nichts passieren. Ich habe sichergestellt, dass meine Drogen nie mehr beschlagnahmt werden. Aber um meinen guten Willen zu demonstrieren, gebe ich Ihnen eine Garantie über 25% vom Wert der Schiffsladung. Einverstanden? 100%. Dies ist kein geeigneter Ort für Verhandlungen. Prozent höher kann ich keinesfalls gehen. Sie können höher gehen, das fühle ich. Nur zu deutlich. Die Welt war sicherer, als ihr noch Kommunisten wart. Aber jetzt machen wir mehr Profit. Was halten Sie von 60%? Nein, das reicht mir nicht. Jetzt. Ich krieg keine Luft mehr. 80%. 90%. Sie sind so dicht dran. Wieso gehen Sie nicht aufs Ganze? Ja, 100%.
Sonnenwende. Nach 15 Minuten bis zum Absprung. Roger. Manny? Na also, Freunde, das ist ein gutes Zeichen. Action ist garantiert, Bruder. Lass mich auch mal ziehen. Eine, die sagt, dass ich reich werde. Das wäre der Joker. Die sieben Schwerter. Was bedeuten die? Dass du bescheuert bist, wenn du an diesen Scheiß glaubst. Das sind wir. Unser Team. Sieben Schwerter. Wir sind acht, Mike. Du hast mich vergessen. Ohne meine Informationen, Männer. Wäre keiner von euch hier, habt ihr das vergessen? Na, wie wär's, Sir? Auch eine Karte? Von mir aus zieh für mich. Der Tod. Keine gute Karte, Mikey. Die ist für meine Feinde bestimmt. Pack die Karten weg. 6 Minuten. Hey, Partytime. Also dann. Haltet euch bereit. Raus, raus! Schlauchboote raus! Schlauchboote sind draußen! Das Lager in die Luft gesprengt hat, greifen wir uns Gelindo und treffen uns wieder bei den Booten. Die hast ja eine halbe Meile den Strand entlang. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Hey, Roy, spreng dich bitte nicht selbst in die Luft. Nicht, solange du mir Geld schuldest. Und los. Die Hacienda, aber wo ist Gelindo? Carl, kletter hoch und sieh dich ein bisschen um. Sehen. Vielleicht ist er gerade drin, Mikey. Karl. Ein Kellner. Und sein Gärtner. Das ist alles, Sir. Wir sehen uns nachher. Beeil dich.
Sonne auf! Da kommt jemand! Es ist Galindo! Bingo! Der Junge ist pünktlich wie ein Uhrwerk. Jeden Morgen bei Sonnenaufgang liest er die internationalen Wirtschaftsberichte, dieses Arschloch. Also schnapp ihn dir, wenn Roy das Lager in die Luft gejagt hat. Verdammt, wo geht er hin? Ach, keine Ahnung. Aber vielleicht will er ja nur pinkeln. Komm mit. Lass mich das lieber machen. Nein, ich mach das schon. Immer wirksam. Außer wenn du inhalierst. Gefällt mir nicht. Ich denke, hier sind Tonnen von Kokain. Das Grab von Washington ist besser bewacht als das hier. Sprengsätze sind scharf. Uns bleibt eine Minute. Was war auf dem Pfeil? Der ist nicht tot. Das ist doch nicht notwendig. Lass mich mal sehen. Scheiße, wer ist das? Von ihr stand nichts im Dossier. Also eins ist mal sicher. Sie trägt keine versteckten Waffen. Kommt drauf an, was du unter Waffen verstehst. Wenn sie nichts mit denen zu tun hat? Wie seine Putzfrau sieht die nicht aus. Navy Seals. Immer pünktlich auf die Minute. Sie haben sich Ihr Geld redlich verdient, Captain Fraker. Irgendwas stinkt hier. Raus hier! Das war der Anfang, endlich auf die Minute. Gute Arbeit. So viel zu den Wachen. Bleibt nur noch der Gärtner. Also dann los.
Mach schon! Zack! Lange dachtest du, auf meinen Füßen rumtrampeln zu können? Du hast meine Schiffe beschlagnahmt, meine Flugzeuge vernichtet, meine Labore zerstört. Und jetzt kommst du auch noch in mein Land, in mein eigenes Haus, um mich zu kidnappen? Guck nicht so dämlich, du Armleuchter. Mr. Galindo hat Milliarden. Dachtest du, mir reicht die Rente eines UN-Beobachters? Dein Team ist erledigt. Eure Mission ist ein Fiasko, eine Katastrophe. Wie viel, Fraker? 2 Millionen. Cash und Diamanten. Die Diamanten gehören mir. Halt dich da raus. Ich schlage dir jetzt den Kopf ab und schicke ihn deinem Chef zurück. Voll mit Kokain. Runter! Wer zum Teufel sind Sie? Wer zum Teufel sind Sie? Spielt keine Rolle. Wir schnappen Galindo und verschwinden hier. Ihr seid so gut wie tot! Noch ein Wort und du bist tot. Verdammt! Was ist das? Pass auf ihn auf. Achtung! Keine Angst, Kumpel, ich hol dich raus. Bewegung! Ich gehe zurück und hol JJs Leiche. Vamos, amigos! Vamos! J.
JJ ist nicht tot. Du kannst nicht ohne ihn verschwinden, Mike. Lass nie einen eurer Männer zurück. Gib mir Gelindo und du musst niemanden zurücklassen. Du bist der Boss, Bruder. Was ist jetzt, Mike? Ich werde dich jagen wie ein Hasenfreaker. Und dann reiß ich dir das Herz bei lebendigem Leib raus. Los, weg hier! Nun kommt schon! Wir müssen sie kriegen, bevor sie bei den Booten sind. Beeilung! Hey, zu unseren Booten geht's da lang. Galindo hat einen Haufen Boote. Vertrau mir. Kommt, Männer. Commander, hier. Wo sind denn die Boote? Sie hat dich reingelegt. Halt's Maul, er hat Unterwassergleiter, um schnell von hier wegzukommen. Wie viele? Genug für uns alle. Die lügt doch. Vertrau mir. Alles Unnötige bleibt hier. Was seid ihr doch für Idioten? Da sind sie. Ja, verstanden. Wir kümmern uns um die Verletzten. Wir müssen ins Hauptquartier. Kannst du uns fahren? Steigt ein! Er gehört euch. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Tun Sie sich einen Gefallen, Carlos. Sagen Sie mir, wo die Diamanten sind und ich lege ein gutes Wort für Sie ein. Einsteigen! Sie untersuchen. Danke. Tut das weh? Halb so schlimm. Kümmern Sie sich um Miss Wiley, so heißen Sie doch. Richtig.
Gut, sperren Sie Miss Wiley ein, bis ich sie verhört habe. Nicht so hastig. Sie ist keine Gefangene. Ach ja? Dann wollen wir rausfinden, was sie ist. Ich habe verdeckt für das Drogendezernat gearbeitet, bis ihr Cowboys eine 19 Monate dauernde Ermittlung versaut habt. Und wieso wusste ich da nichts davon? Ist nicht meine Sache. Vielleicht, weil ich eine Zeit lang in Russland untergetaucht war oder weil die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut oder weil sie einfach nicht kompetent genug sind. Hört mit dem Gequatsche auf. Zwei von meinen Männern sind tot. Bringt ihn her! Nicht so schnell! Mach die Türen auf! Miss, wir müssen Ihren Verband wechseln. Ja, ich komme. Sir? Was? Ihr Verband muss auch gewechselt werden. Geh mit, Mike, dein Blut suppt durch. Nicht nötig. So, und jetzt hoch. Vorsicht, Vorsicht! Wir müssen noch mal zurück. Bitte halten Sie still. Besorgen Sie uns die Erlaubnis oder was immer wir brauchen, damit wir JJ da rausholen können. Das kann ich leider nicht. Zumindest jetzt nicht. Die Sache mit Fraker hat uns mehr Schwierigkeiten eingebrockt, als uns lieb ist. Genau das wollte Galindo. Ja, aber wir haben ihn. Das ist die Hauptsache. Nein. Ich will JJ rausholen und Fraker festnageln. Das ist für mich die Hauptsache. Ich habe einen Navy Seal auf der Insel zurückgelassen. Einen Freund. In unserem Job sterben Leute. Das gehört zum Geschäft. Aber ich verspreche dir, Mike, ich lasse dir jede diplomatische Hilfe zuteil. Hör auf mit deiner Scheißpolitik! Deine Leute haben auf diesen Bastard Fraker bestanden, damit ihr Drogenkrieg international wird. Ich will Fraker genauso dran kriegen wie du, aber wir können erst was machen, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ist das klar? Du fliegst nicht zurück, Mike. Hast du gehört? Das ist ein Befehl. Dann nehme ich meinen Abschied. Mit sofortiger Wirkung. Wo wollen Sie hin? Ich verlange einen vollständigen Bericht, damit wir uns nicht falsch verstehen. Lassen Sie meinen Arm los. Sie haben schon genug Ärger am Hals, wenn Sie das Ganze meinen Vorgesetzten erklären. Wo ist Mike? Er ist abgehauen. Wenn er nicht verletzt wäre, würde ich ihm meine Leute auf den Hals setzen, damit er diesen Scheiß lässt. Was ist aus Ihnen geworden, Andy? Sie waren doch einmal einer von uns. Als Ziel hatte ich Befehle empfangen. Ich empfange immer noch Befehle. Es hat sich nichts geändert. Alles hat sich geändert, Mann. Wir sollten ein anderes Mal drüber reden. Roy, gehen Sie zu Ihrem Freund und sprechen Sie mit ihm. Sagen Sie ihm, er kann nicht alles haben, was er gerne haben möchte. Nach dem Gespräch, was Sie mit ihm geführt haben, kann niemand mit ihm sprechen, nicht einmal ich. Er braucht Zeit, um einen klaren Kopf zu bekommen. Warten Sie nicht zu lange, Roy. Wenn er versucht, Fraker auf eigene Faust zu stellen, unternehme ich alles Erforderliche, um ihn aufzuhalten. Mike! Ich hätte mir denken können, dass du so ein Ding fährst. Der Wagen passt zu mir. Zu dir und Popeye. Was willst du? Wenn du nach San Domingo zurückgehst, will ich mit. Ich habe 5 Millionen Dollar in Diamanten zurückgelassen, die will ich wiederhaben. Gehören sie dir? Ich bin dafür verantwortlich. Ich selbst muss dafür gerade stehen. Schreib sie doch einfach ab. Warum vergisst du die Sache nicht? Das könnte ich dich auch fragen. Ich habe meine Gründe, andere Gründe. Wenn dieser Fraker an die Diamanten rankommt, hat er genug Geld, um sich total abzuschotten und du wirst ihn niemals aufspüren. Wenn wir zusammenhalten, bekommen wir beide, was wir wollen. Ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, aber nur durch mich hast du noch einen Kopf auf deinen Schultern. Wenn du nur einen Funken Ehre im Leib hast, nimmst du mich mit. Steig ein. Signor Galindo.
Senor Galindo, das ist ein politisches Missverständnis der schlimmsten Art. Ich habe auf diplomatischem Weg bereits Protest eingelegt und eine sofortige Rückkehr gefordert. Halten Sie die Klappe und hören Sie zu. Nehmen Sie Kontakt zu Fraker auf und sagen Sie ihm, wenn er nichts unternimmt, um mich aus diesem Saustall rauszuholen, bekommt er niemals sein Geld. Niemals. Wie auch immer, wenn er Erfolg hat, dann verdopple ich den Betrag. Senor Galindo, ich möchte wirklich nicht in etwas Illegales reingezogen. Wenn Sie das erledigt haben, dann suchen Sie meinen Sicherheitschef auf. Sagen Sie ihm, ich will, dass er diese Frau, die mich betrogen hat, jagt und tötet. Sie soll qualvoll sterben. Aber, Senor Galindo, entweder diese oder Ihre Frau. Sie haben die Wahl. Key Largo ist mein Lieblingsfilm. Ich wollte immer wie Bogey sein. Aber der ist ein Mann. Na und, spielt das eine Rolle? Seit wann wohnst du hier? 89. Seit deiner Scheidung also. Hast du Kinder? Eins, ein junger Teenager, lebt bei seiner Mutter in Atlanta. Mein Sohn ist 8 und lebt bei seinem Vater. Das ist wohl der Preis für das Leben, das wir uns ausgesucht haben. Nein, das Leben sucht sich uns aus. Mike, du blutest wieder. Hier. Wow, sieht tief aus. Ein Teil der Wunde verheilt wohl nicht richtig. Verbinde sie einfach. Es gefällt ihm nicht, von irgendwem oder irgendwas abhängig zu sein. Die Tätowierung ist von den Maoris, stimmt's? Ja. Sie schließt eine Narbe ein. Hat das eine Bedeutung? Es bedeutet nur für mich was. Da ist irgendwas drin. Oh, Entschuldigung. Wow. Ein Haifischzahn. Hier, ein Souvenir. Ich hasse Haie. Ich glaube, dass ich durch einen Hai sterben werde. Ich muss die Wunde nähen. Es wird wehtun.
Namen der Stadt Miami und der Millennium Cruise Lines überreiche ich euch die All-American Gymnastics Trophy. Ja. Ja, bravo. Danke. Das ist toll, wirklich. Die Kreuzfahrt, einfach alles. Alle sind so furchtbar nett zu uns, ja. Ich verspreche euch, wir trainieren noch härter. Danke im Namen unseres Teams und unseres Trainers Ben Ho. Ja. Ja. Danke, vielen Dank. Ich möchte mich bei allen für diesen wunderbaren Empfang bedanken. Natürlich auch bei der Millennium Cruise Lines, beim Bürgermeister und last but not least bei der Stadt Miami. One, two, three, four. Entschuldigung, Mr. Ben Holt. Hi, ich bin Tina Hux von Millennium Cruise Line. Ich gratuliere Ihnen. Danke. Wir machen einen kleinen Ausflug zu den Bahamas. Ein kleiner Bonus während Ihres Aufenthalts, den Ihnen meine Gesellschaft zukommen lässt. So, wir sind da. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Kommen Sie, Coach. Vorsicht beim Einsteigen. Stoßen Sie sich nicht den Kopf. Setzen Sie sich irgendwo hin. Aufgeregt? Ja. Entschuldigen Sie bitte. Die Bahamas liegen Richtung Osten, wir aber fliegen nach Süden. Ich bin sicher, der Pilot weiß, was er tut. Wieso fliegt er dann nach Süden? Ich weiß nicht, vielleicht will er ein Unwetter umfliegen. Der Himmel ist klar. Sir, bitte setzen Sie sich. Ich gehe jetzt zum Piloten. Wo willst du hin, Freundchen? Hört auf, rumzujammern! Zur Hölle sind Sie. Coach! Hört zu, alles, was ich sage, sage ich nur einmal, damit das klar ist. Jetzt setzt euch auf eure beschissenen Ärsche. Habt ihr verstanden? Hinsetzen! Okay. Wir werden in Kürze unser Ziel erreichen und landen. Mal sehen, wie viel ihr der Regierung wert seid. Und wenn ihr nette, brave Kinder seid, werdet ihr wahrscheinlich reich werden. Ihr könnt ja den Zeitungen über euer grauenhaftes Entführungserlebnis berichten. Aber wenn ihr euch daneben benehmt, kann jeder von euch sofort sein Testament machen, damit wir uns richtig verstehen. Ist das klar? Jetzt beruhigt euch mal wieder. Genießt einfach den Flug. Aussteigen! Bewegt eure lahmen Ärsche! Ja. Nur los, schneller, schneller! Festhalten! Und wie sieht's aus, Crane? Red schon! Vorwärts! Alles unter Kontrolle, Sir. Männer und Raketen in Stellung. Wir sind bereit, loszuschlagen. Ja. Du machst schon! Lauf, lauf! Was ist mit euch? Na komm, 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 komm! Los! Nicht so langsam! Herr Tempo, lauf, lauf, lauf!
Schneller! Was soll das Ganze? Nicht so lahm! Lass mich! Warum tun Sie das? Hey! Weil ihr Amerikas Lieblinge seid, Darling. Und du bist die Süßeste von allen. Du kommst mit mir. Nein! Los, Robert! Hey! Lauf! Komm, mein Engel, wir drehen einen kleinen Film. Na los, Robert! Bewegt euch! Da runter! Lauft! Bewegt euch! Na los, vorwärts! Nein! Und rein ins Häuschen! Na los, vorwärts! Weit euch! Schnauze, hört auf, rumzujammern! Wir sehen uns nachher! Was soll das? Wir sehen uns nachher! Was wollt ihr von uns? Was habt ihr euch getan? Oh, na, endlich aufgewacht? Du hast 36 Stunden durchgeschlafen. Hast du vielleicht Kaffee da? Ich trinke keinen. Kaufst du keinen für deine Gäste? Ich habe nie Gäste. Oh, ich hoffe, es macht dir nichts aus. Ich habe mir ein Hemd zum Schlafen ausgeborgt. Du hast wohl ziemlich gesucht, um das zu finden. Naja, was soll ich sagen? Ich war durcheinander und überdreht und ich wollte was über dich erfahren. Hast du versucht, hier reinzukommen? Naja, also nicht direkt. Oh, ich hab was für dich. Es heißt, wenn man den Zahn von einem Hai trägt, der einen gebissen hat, beißt einen nie wieder ein Hai. Soll stimmen. Glaub mir. Also, bei diesem Anblick kann einem mulmig werden. Woher hast du diese Masken? Sind Geschenke. Ach ja? Die Waffen auch? Ja. Wurfmesser der Gurka, ein Kendo-Schwert, ein Speer der Zulu. Du weißt eine Menge über Krieger. Ja. Und ich will gar nicht erst wissen, was für Waffen du da drin hast. Willst du wirklich mit mir zurück nach San Domenico? Ich hasse es, genau wie du, Dinge unvollendet zu lassen. Ich hoffe nur, du hast nicht vor, die Invasion mit Zulu-Speeren durchzuführen. Wow. Wirklich beeindruckend. Eine Browning Kaliber 30. Seltenes Stück. Wenn das alles Geschenke sind, musst du eine Menge einflussreicher Freunde haben. Er kann schon froh sein, wenn er überhaupt Freunde hat. Du hast dir Zeit gelassen. Hat er Ihnen etwa seine etwas dürftig bestückte Waffenkammer gezeigt? Ja, ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Roy, ich habe mit dir zu reden. Nein! Vergiss es! Abgelehnt! Ich gehe nicht wieder in diesen bescheuerten Dschungel zurück. Oh doch. Nie im Leben. Hey, du bist immer mitgekommen. Oh nein, diesmal nicht. Und warum bist du dann hier? Um dich davon abzuhalten, damit ich nicht mein Leben lang bereue. Ich habe JJ zurückgelassen, das bereue ich. Nein, nein, das kannst du mir nicht antun, Bruder. Ich habe meinen Ruhestand genauestens geplant. Ich brauche deine Hilfe. Hör mal, in 30 Tagen bin ich draußen ein Zivilist. Ich werde einen eigenen Sicherheitsdienst aufmachen und die Dinge, die ich bei den Ziels gelernt habe, auf den Asphaltdschungel übertragen. Ja, alles klar, die Schattenkrieger in der großen Stadt. Genau, und wenn du dabei sein willst, dann musst du auch irgendwann Schluss machen. Ja, wenn die Zeit reif dafür ist. Aber du schuldest mir was. Ach ja, und was? Kuwait. Kuwait. Ach, und was ist mit Grenada? Wie viel Startkapital brauchen Sie für Ihr Geschäft? Was? Für die Wiederbeschaffung der Diamanten ist eine Belohnung von 20% Ihres Wertes ausgesetzt. Nein, das ist nicht fair. Das ist nicht fair, Mike. Na schön. Ich tue es für JJ, nicht für die Diamanten und nicht aus Rache. Ich will nur verhindern, dass euch beiden was passiert. Oder dass ihr aus Versehen vielleicht den Dritten Weltkrieg auslöst. Danke. Du brauchst mir nicht gleich um den Hals zu fallen. Ich wusste, dass er weich wird. Hey, das habe ich überhört.
Jetzt hör mal, Mike. Das war das allerletzte Mal. Ich mein's ernst. Klar doch. Mein Name ist Carol Talk. Ich bin Mitglied des All-American Gymnastic Teams. Wir sind gekidnappt worden als Vergeltungsmaßnahme für die illegale Entführung von Carlos Galindo. Wir werden als Geiseln auf Devil's Island festgehalten. Im Golf von Mexiko. Wenn Galindo nicht bis morgen Abend hier ist und gegen uns ausgetauscht wird, wird morgen um 18 Uhr unsere Zelle geflutet. Wenn irgendjemand versucht, uns mit Gewalt hier rauszuholen, werden wir alle ertrinken. Versuchen Sie es bitte nicht! Was haben wir in der Hand? Nun, Sir, wir wissen, dass Sie auf Fort Tortuga im Golf von Mexiko festgehalten werden. Das liegt etwa auf halber Distanz zwischen Florida und Kuba. Während des Bürgerkrieges war das eine Gefangeneninsel von uns. Niemandem gelang die Flucht, weil es dort nur so von Haien wimmelt. Es ist sehr schwer, dort rauszukommen. Genauso schwer wie reinzukommen. Wie zum Teufel sollen wir unsere Leute dann dort rausholen? Keine unüberlegten Interventionen. Das Militär wird außen vor bleiben. Wir suchen das Gespräch und nehmen Verhandlungen auf, ist das klar? Man verhandelt nicht mit Verbrechern, Senator. Diese Typen verstehen nur eine Sprache. Da stimmen wir beide überein. Hier ist entschiedenes Handeln vonnöten. Eine prompte Antwort. Es geht um amerikanische Sportler. Verehrt und geliebt von den amerikanischen Menschen. Ob ein ausländischer Drogenkönig im Gefängnis bleibt oder nicht, ist ihnen egal. Ein anderer wird seinen Platz einnehmen. Führen Sie den Austausch durch. Gentlemen. Zwei meiner Männer sind gestorben, um Carlos Galindo hinter Gitter zu bringen. Sie haben Ihre Befehle. Augen zu. Jeder Muskel des Körpers muss angespannt sein. Hey, ich kann das nicht, okay? Ich kann's nicht. Ich hab's versucht, Mike, aber das ist nicht mein Ding. Denk positiv. Aber ich möchte keine Kokosnuss mit bloßer Hand zerquetschen. Es geht nicht um Kokosnüsse, Roy. Egal, worum es geht. Ich find's idiotisch. Ich bitte Sie. Ich versuche mich zu konzentrieren. Du lenkst sie ab. Ich mach dir einen Vorschlag. Ihr beide macht das Kokosnussding. Und wenn ihr bei den Waffen seid, ruft ihr mich. Du kannst das schaffen. Du musst nur deine ganze Energie auf die Kokosnuss konzentrieren. Ich soll meine Energie konzentrieren, ja? Genau. Ich soll das blöde Ding zerstückeln? Jetzt verstehen wir uns. Das kann jeder. Ich lenke sie ab, ihr macht sie fertig. Womit denn? Das sind auch Waffen. Thank you.
Das war Fraker. Er weiß, dass er nicht so einfach davonkommt. Das war ein Präventivschlag. Das waren Galindos Männer. Sie sind hinter mir her. Ach, was ist da der Unterschied? Sie kommen aus demselben Stall und haben ihr Ziel verfehlt. Jetzt sind wir am Zug. Powers. Was macht ihr da? Wir gehen angeln. Ich habe den Befehl, Carlos Galindo freizulassen. Aber nur über meine Leiche. Ja, wahrscheinlich mehr über meine. Ich werde ihn persönlich an Fraker übergeben. Es sei denn, ihr seid zuerst da. Wenn irgendjemand versucht, uns mit Gewalt zu befreien, werden wir ertrinken. Also versuchen Sie es nicht! Nett, hm? Das verstehe ich nicht. Warum hält Fraker die Geiseln auf US-Territorium fest? Weil Devil's Island uneinnehmbar ist. Man kann sich weder aus der Luft noch zu Wasser unbemerkt nähern. Ihr habt nur unter Wasser eine Chance. Und da sind die Haie. Ja, wir hatten da mal eine Übung. Hunderte von Haien sind da gar nichts Ungewöhnliches. Ich meine, warum ist er nicht mehr in San Domenico? Na, weil er sein Blutgeld will. Solange er hier ist, hat er Galindo völlig unter Kontrolle. Und das war sein Fehler. Richtig. Jetzt kriegen wir ihn dran. Du willst Fraker? Ich gebe dir meine volle Unterstützung. Ich komme da nicht ganz mit, Powers. Hatten Sie nicht Ihre Befehle? Wir bewegen uns in einer Art Grauzone. Ich kann euch taktisch unterstützen. Ihr kriegt auch alle nötigen Informationen. Rückendeckung, aber grundsätzlich... Ist es eine verdeckte Operation? Wenn irgendwas schiefläuft, sind wir auf uns gestellt. Schattenkämpfer im wahrsten Sinne des Wortes. Das wolltet ihr doch, oder? Fraker erledigen. Ist vielleicht ein kleiner Trost für euch. Ich häng mit drin. Warum diese Kehrtwendung, Andy? Ich meine... Was sagen deine Vorgesetzten dazu? Die können mich mal. Willkommen daheim. Ich habe schon mit Chase und Derek gesprochen. Sie sind dabei, wenn du mitmachst. Seht euch das Tape gut an. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, sagt es. Ihr habt genau 30 Stunden, bevor Fraker anfängt, die Geiseln zu töten. Aber nicht zugetraut. Mein Name ist Carol Talk. Ich bin Mitglied des... Galindo, Sir. 3.30 Uhr, perfektes Timing. Die Sache fängt an, interessant zu werden. Mr. Galindo? Na, wie war ich bis jetzt? Ich bin immer noch in Ketten. Keine Sorge, ich habe alles unter Kontrolle. Steht der Panzerwagen bereit? Ja. Gut. Da finden Sie ein paar Sachen zum Umziehen. Wird nicht länger als 20 Minuten dauern. Ich habe da noch ein paar kleine Sonderwünsche, Fraker. Fraker? Fraker! Vorwärts. Welchen Teil vom Kampf hast du am liebsten, Craigen? Wann fängt dein Herz an zu puckern? Wenn der erste Mann tot ist, Sir. Das ist viel zu spät. Mein Herz fängt an zu rasen. Wenn der Countdown läuft und es kein Zurück mehr gibt.
Was ist denn das für eine Schrottmühle? Der Typ, den Fracker haben wollte. Außerdem sollen sie ein Zauberkünstler als Pilot sein. Naja, ich flieg doch nicht den ganzen Weg nach San Domenico mit diesem Ding da. Nein, sie fliegen nach Devil's Island. Eine weitere Anordnung von Fracker. So eine Mühle schon mal geflogen? Lange her. Damals war ich noch ein Kind. Du schaffst es! Los! Ich könnte es schaffen! Noch eine Stunde, 12 Minuten bis zur Explosion! Versuch's weiter! Ich komm gleich ran! Du bist fast dran! Oh! Ja! Los! Noch ein kleines Stück! Das war nicht so nett! Ich hab euch gewarnt! Thank you.
So, und was jetzt? Keine Ahnung, aber hier muss ein Weg rausführen. Da ist unser Ziel. Höhe halten, drehen Sie eine Schleife. Wir sind hier, Fraker. Ich verlange, dass Sie die Geiseln rausbringen. Ich will sie sehen. Sie sind nicht in der Position, irgendetwas zu verlangen, Powers. Ich werde erst landen, wenn ich die Geiseln sehe. Geht leider nicht. Sorry. Ich will zuerst Galindo sehen. Das werden Sie. Und zwar in der Luft ohne Fallschirm, wenn ich die Geiseln nicht zu Gesicht kriege. Besser die kapieren, wer hier das Sagen hat. Hören Sie, Fraker, das ist der falsche Zeitpunkt, Ihre Männlichkeit unter Beweis zu stellen. Zeigen Sie dem Mann, was er sehen will. Ich sage, was gespielt wird. Falsch. Sie wollen doch Ihr Geld haben, oder? Bring meine Favoritin. Okay, Powers. Halten Sie Ihre klebrigen Augen offen. Ich zeige Ihnen eine Geisel. Aber nicht für lange. Zu sehen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Trägst du deinen Haifischzahn? Gleich an meinem Herzen. Aufmachen. Keine Panik. Du da. Komm raus. Nein, nein. Komm her. Nein, zurück. Nicht. Nicht los, bitte! Bitte! Hoffentlich tut sie, was man von ihr verlangt. Hallo, Powers. Sehen Sie sie. Mutter und kerngesund. Wenn sie nicht sofort landen, könnte Craig sie fallen lassen. Okay, gehen Sie runter. Komm schon, Mimi.
Da lang! Ich halte ihn in Schach! Ja, komm schon! Wird's bald! Beweg dich da lang! Na mach schon! Genau so! Na los, weiter! Gut so, weiter! Na komm! Na komm, beweg dich! Na los, lauf schon! Zu den anderen Geiseln. Er soll fühlen, wie es ist, wie ein Tier gefangen zu sein, ehe er stirbt. Hier kommen sie nicht weg, wenn den Sportlern was passiert. Ich hab die Trümpfe in der Hand, Powers. Werft ihn in den Kerker. Geh nicht. Mit dir hab ich was vor. Das wird dir gefallen. Mach keinen Fehler. Du bist meine Lebensversicherung. Soll ich ihm eine Kugel verpassen, Boss? Nein. Zweite Runde für Mr. Galindo. Ich gehe hoch und kümmere mich um die Raketen. Süßer. Fraker hat mich geschickt. Gegen die Einsamkeit. Er hat keinen Schlüssel. Helfen Sie uns, bitte! Keine Angst, wir holen euch da raus! Gott sei Dank. Ich hoffe, es geht euch einigermaßen. Es geht uns gut. Hört mir genau zu! Wir werden die Tür aufsprengen müssen. Ich verspreche euch, wir holen euch raus. Jetzt beruhigt euch. Keine Panik, wir holen euch da raus. Sprengsätze in den Ecken an. Ihr da drin, hört gut zu. Geht in Deckung, soweit das möglich ist. Alles klar. Achtung! Wir sprengen jetzt!
Nicht mal ein Kratzer. Oh mein Gott! Ah!
Flugzeug! Zum Zartag Bares, Diamanten und einen doppelten Wodka. Na, Baby? Warst du schon mal in Rio? Weg von der Tür! Los. McBride! Das regel ich schon! Faker war ein Idiot. Lassen Sie mich laufen und ich zahle Ihnen, was Sie verlangen. Ich habe keinen Bedarf und auf dich wartet das Gefängnis. Steig ein. Der Letzte. Hier lang.
typisch für ihn. Abteilung! Halt! Ab 8! Rühren! Jetzt bist du zu Hause, JJ. Ruhe in Frieden. Vorwärts! Marsch! Ich frag mich, was JJ in den Tarotkarten gesehen hat. Ach, purer Aberglaube. Nun hör sich das einer an. Du glaubst an Omen, lässt dich von deinen Träumen leiten und schwörst auf Teeblätter, Kaffeegrund und Hühnereingeweide. Hühnereingeweide sind unzuverlässig. Meine Tante liest in Teeblättern. Sie liest die Zukunft aus dem Bodensatz eines Teepots. Mein Großvater schwört, er kann die Blasen in einem Bierkrug deuten. Ich sag euch, schwarzer Pudel von links und ich kehr um. Also was ist denn nun mit dir? Machst du bei mir mit? Sind wir ein Team oder was? Hunter sagt, sie ist dabei und die anderen auch. Andy sagt, er schanzt uns alle Aufträge zu, die die Agency nicht bewältigen kann. Ja, wir haben da schon was im Auge. Aber es ist noch nicht ganz spruchreif. Also? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Da bin ich wohl ins Kreuzfeuer geraten. Du kannst dich nirgends vor uns verstecken. Lassen wir das Alte hinter uns. Seht ihr, ich habe euch doch gesagt, dass er weich wird. Einmal Schattenkämpfer, immer Schattenkämpfer. Sagen Sie es endlich, Preston. Wen suchen Sie bitte?